vorgestellt. Train Station Simulator, Applix App Studios sind die Hersteller dieser ganzen Geschichte. Die hatten mir damals den Key schon zur Verfügung gestellt. Wir hatten schon mal einen vorgestellt davon, aber nach circa 9 Monaten ist es jetzt her, ist ein Update gekommen, was das Ding so ein bisschen ja, Recoding gab's und neue Grafiken sind eingefügt. Die Steuerung ist auch anders geworden. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren, indem wir hier einfach loslegen. Neue Spielkampagne war damals angesagt und dann gab's auch ein Tutorial, was es jetzt auch gibt. Hier ist es allerdings gerade schon ein bisschen schicker geworden. Damals war es in Grau, jetzt ist es in Blau. Die Icons, wie man sieht, haben sich auch etwas verändert. Das ja, Menü und so weiter und so fort ist natürlich viel schöner geworden, wie man sieht. Ja, Track, also das Gleis hier, sieht auch viel, viel besser aus. Ist doch sehr schön geworden, muss ich jetzt sagen, ne? Der Radweg sieht, glaube ich, noch identisch aus, die Straße vielleicht auch, aber die Autos sehen auch ein bisschen besser aus. Die Leute, na, weiß ich nicht, ob die gleich sind oder anders. Der Radfahrer fährt auf jeden Fall flitzend schnell daher. Gut, dann wollen wir mal kurz hier so ein bisschen reinschauen. Ich glaube, wir machen das gleiche wie letztes Mal, das Tutorial einfach mal loslegen. Welcome to the world of Train Station Simulator. Please follow the steps of this short tutorial to build your first station. Ja, ich gehe aber schneller durch, wie es hier steht. Time Switch Button Menü, Left to Right to Turn Off, Bank Loan Leaderboards, die Settings. Keine Ahnung, wo das jetzt ist. Hier unten wahrscheinlich. Top Center Menü. Ach so, hier oben. Alles klar. Time Switcher. Da kann man Pause machen. Das gab's damals, glaube ich, nicht, oder? Kann das sein? Und dann ist auch alles leise. Gut, lass weiterlaufen. Ist alles gut. Tutorial. Also hier gibt's jetzt was. Top Center Menü, Time Switcher. Bottom Menü, Left to Right Tutorial. Okay. On Off, Bank Loan. Das ist aber hier, das ist Tutorial wahrscheinlich. Okay. Bank Loan her, das ist klar, da kriegen wir die Kohle. Dann haben wir hier Leaderboard, also hier sieht man, wer wie toll gespielt hat. Dann haben wir hier Statistiken, auch sehr wichtig bestimmt, und Settings. Ja, Settings habe ich festgestellt, als ich das Spiel gestartet habe, wir sind ja hier unter Linux unterwegs, dass wenn es im Fenstermodus läuft, dann passen die Proportionen zur Maus nicht. Das heißt, wenn ich auf Monitor bin, kann ich Monitor zwar anklicken, kann ich nicht anklicken, ich muss dann hier unten irgendwo hinklicken, damit Monitor geht. Also da muss noch was getan werden. Ja, müssen wir mal schauen, dass das gemacht wird. Settings. Weiter geht's. Ich glaube, die Stationsansagen sind in Deutsch. Ich meine, damals wären die nicht in Deutsch gewesen, oder? Naja, gut, weiter geht's. Jetzt soll ich scroll to the top of your map to the pre-built track. Pre-built track, wahrscheinlich soll das hier sein, oder? Click build, select one. Standard floor tile. Build. Standard Floor Teil. Cover 8x14. Damals war das so. Jetzt müssen wir nochmal gucken. 2, 4, 5, 6, 7, 8 mal 14. Könnte sein, dass das dann so passt. Sind das 8? Ja, und 14 sollten das sein, haben wir damals gezählt, ne? 9, 10, 11, 12, 13, 14 passt. Gut, haben wir gemacht. War damals schon so. Standardband machen wir ja hier. Und mit der R-Taste war das Drehen oder man geht hier. Achso, das wäre so. Aber es ist jetzt nicht so, dass der hier mit R dreht. War das damals so, oder? Gut, dann machen wir das jetzt mal. Drag and build a wall. Ah, jetzt macht er auf jeden Fall schon mal die Wand so hin. Das haben wir. Aber hier hätte ich sehr gerne... Er dreht sie zwar, aber nicht da oben hin. Und das ist wahrscheinlich falsch, oder? Ja, ist so. Und Steuerung Z, geht das rückwirkend? Nein, geht nicht. Aber Rechtsklick macht das alles wieder weg. So, jetzt ist nur die Frage, wie bekomme ich die Wand hier hin? Ah, interessanter... Nee. Sehr eigenartig. Jetzt hat er es gemacht. Weiß nicht warum, aber ist egal.
So, jetzt machen wir hier noch die Wand hin. Hat er auch gemacht. Jetzt machen wir hier die Wand hin. Hat er auch gemacht. Als nächstes sollten Türen rein. Das Large Door. Wo ist Large Door 7? Oder was war es? Ne, 8 ist es. Machen wir hier. Mit R drehen wir sie. Eine da, eine da, eine da. Haben wir. Damals war dieses schöne Muster hier, Steinfliesen hier, war nicht da. Da war grau in grau, das weiß ich auch noch. Und dann, you can rotate almost any objects in facility by... Das habe ich schon festgestellt, ja, das wussten wir auch noch. Also using the right mouse button deletes removes, haben wir auch festgestellt. So, jetzt brauchen wir Sachen. Eine Ticket Machine. Ich denke mal, die machen wir mal beide dahin. Dann ein paar Bänke. Rotieren wir. Ich glaube, hier ist schon ganz nett, oder? Achtung bitte. Rauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Vielen Dank. Und wir sehen schon, dass wir irgendwelche Hausmeister brauchen, die da sauber machen oder Reinigungskräfte, ne? Place a few also three snack foods. So ein paar Automaten zum Essen. Machen wir einen dahin. Den will er da nicht hinstellen, oder was? Das ist schade. Dann machen wir das mal hier hin. Haben wir. Dann geht's weiter. Open Facility and Select 6 Facilities. Wer ist Facilities? Ja, Facilities wird wohl hier sein. Und Public Fahrkarten schnell. Warte, was wollten wir haben? Facilities and Select 6 Public. 6 ist Public Restroom. Also öffentliche Toiletten. Oh, das ist ja schon schwierig dann, ne? Das hatten wir schon damals das Problem. Warte mal, dann machen wir das mal hier weg. Jetzt muss ich den haben und mach den weg und dann mache ich die Toiletten jetzt hin. Und den Automaten rotieren wir mal nach da und stellen den da hin. Und gehen jetzt nochmal zu den Toiletten und machen die hier hin. Zack. Passt schon. Open from the sides. Gut, weiter. Time to grant some passengers. Open city transit menu and select 2 commuter bus station. Place it along the grey road. Ist das hier? Ja, hier das Tutorial ist leider noch in Englisch und hier steht's schon in Deutsch. Und was brauchen wir? Time to generate some passengers. Open city transit menu and select 2 commuter. Taxistand. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich glaube nicht, dass das hier das ist, was wir brauchen, weil da steht zwar 2 Taxi, aber ich glaube, wir brauchen da 4, oder? Weil es soll ja eine Bushaltestelle sein. Jetzt lass mal überlegen, wir sind aber schon richtig, ne? Das ist ja Personal, das ist Geschäfte oder sowas, das sind Züge. Wir sollen jetzt erstmal hier eine Busstation machen. Ich gehe von aus, dass das so ist, dass wir hier dieses haben und die soll ja hier irgendwo hin. Platz müssen wir natürlich so gut wie möglich machen hier und dann setzen wir die mal dahin. City Transit Menu, find the commuter box and click on it, select a few times so your bus will bring passenger. City Transit Menu, find the commuter box. Das ist dieses hier wohl. And click on it, select a few times, ja, hier. Ja, 5 Uhr, 6.30 Uhr. 8 Uhr, 12 Uhr, 14, 16 Uhr, 17.30 Uhr, 19 Uhr und 21 Uhr machen wir mal so, ne? Haben wir gemacht. Wie geht's dann weiter?
Time to hire an employee. Open employees. Also jetzt brauchen wir Mitarbeiter. Cleaning Manager. Oh, da gibt es mehrere jetzt. Schöne, lustige Icons hier vorne vor. Und jetzt ist die Frage, gibt's hier, geht nur Reinigungsmanager, die einen Namen haben und mehr sehen wir hier nicht. Ach doch, wenn wir draufklicken, sehen wir noch mehr. Jetzt haben wir den aber schon eingestellt, oder wie sehe ich das, wenn wir da draufklicken? Ja, wird wohl so sein. Ja, vielleicht ist er schon am Arbeiten. Weiter geht's. Open Timetable Settings. Die waren dann hier. Set the schedule of your trains, but only between midnight and 5 a.m. When flashing red, it indicates time to set it up. Ja, jetzt ist Track 1 haben wir ja nur, ne? Also das geht nur hier. Um 7 Uhr kommt schon mal ein Zug. Das ist die Frage. Wie kriege ich das hin? Dein Fahrplan ist gesperrt. Du kannst deinen Fahrplan zwischen... Ah, ich bin jetzt leider schon in der falschen Zeit unterwegs und kann den Fahrplan jetzt nicht ändern. Das ist schlecht gelaufen. Your station is up and running now. You can start growing your building and hire new types of employees to expand your terminal. Okay, you can press F1 type keys and for some more random tips in any time press Passenger Statistics gehen da auch noch. Gut, das heißt, wir können da jetzt leider nichts machen. WASD funktioniert übrigens nicht, habe ich gerade getestet. Wir haben hier eine Haltlänge von 2 mit unseren Zügen. Wir haben hier jetzt vielleicht noch ein bisschen was zum Einstellen. Polizisten können wir vielleicht noch einstellen. Und was haben wir hier noch? Die Birgit T. Also Arzt brauchen wir jetzt gerade nicht. Bauarbeiter, ja, die brauchen auf jeden Fall auch einen Bauarbeiter, weil hier sieht man ja ab und zu, ist irgendwie was kaputt und sowas. Ist es hier schon? Weiß ich gar nicht. Und der letzte hier ist ein Frachtmanager. Boah, den brauchen wir jetzt vielleicht nicht unbedingt. Den lassen wir erstmal außen vor, obwohl hier steht einer, wenn, ne? Aber ich weiß auch nicht, ob der zu uns gehört oder nicht. Vielleicht ist es auch nicht der Frachtmanager. Gut. So, das haben wir alles geschafft. Wir brauchen jetzt eigentlich ein Vorspulen, weil wir ja kein Timetable setzen können und den müssen wir haben, ne? Ist echt ärgerlich. Ach so, guck mal, da ist schon mal Dreck. Mal langsamer. Vielleicht brauchen wir doch noch einen zweiten Hausmeister. Ach so, warte mal, da war auch noch was. Salary and da, hier ist Anfangs- und Endzeit seiner Arbeitszeit, ne? Okay. Von 7 bis 15 Uhr arbeitet er. Machen wir den nächsten auch noch. Machen wir hier mal ein bisschen kürzer. Und hier fangen wir später an. Die arbeitet bis 22 Uhr, oder? Da kommen die ersten Verbrecher, oder wie ist das? 7 bis 13 Uhr, das sind mal gerade 6 Stunden. Da können wir 7 machen. Dann machen wir da so. Ne, bis 9 Uhr und dann ist Ruhe. Ja, da sind schon die ersten Leute, die da Randale schlagen. Das ist echt ärgerlich. Die hauen uns schon alles kaputt, ne? Jetzt ist die Frage, wo sind meine Leute hier? Die kloppen alles kaputt. Jetzt hat man hier oben auch so eine Balken, wo man sieht, wie es geht. Aber wo sind meine Ordner? Sicherheitsdienst. Bitte Leute festnehmen. So, und jetzt fehlt uns der Bauarbeiter, ne? Ja, da gibt es gleich schon den nächsten, den wir da einstellen. Ne, 14 Uhr ist schon passend. So, dann haben wir den, der das heile macht. Und das macht er auch gerade, oder wie sehe ich das? Ja, hat er gemacht, super. Also es ist einer da, der auf jeden Fall repariert. Einen sehr interessanten Schweiß... Ja, weiß ich nicht, Schweiß... Lichtbogen ist es ja im Endeffekt, der da gemacht worden ist, ne, beim Schweißen zum Reparieren. Ja, ich weiß nicht, wie man die Grafik ist. Es ist auf jeden Fall, die man sehen konnte. Ja. Gehen wir mal hier wieder raus. Taxistand, Fahrradparkplätze könnte man machen, okay.
Kann man die oben machen? Oh, das ist aber riesengroß, ne? Kann man die auch hier machen? Ne, kann man leider nur da machen. Ja, ist jetzt nicht so. Die sind alle so groß, ne? Der Taxistand ist dann auch so groß. Und hier VIP-Parkplätze. Und da ist schon wieder irgendwo einer am Kloppen, ne? Ich glaube, der ist aber festgenommen worden oder sowas. Auf jeden Fall war da was zu hören, so ein Jingle. Das ist hier, ist das hier unser... Nee, das ist nicht, das ist nur eine Person. Da ist unser Officer gerade gewesen. Der war es aber nicht, da ist er. Martin T. Der macht da was. Glaube ich. So, die sind alle happy. Die Happiness geht leider ein bisschen runter bei manchen schon. Die sind nicht mehr am Grinsen, sondern sind nicht mehr am Lachen richtig, sondern nur noch am Grinsen. Liegt daran, dass hier kein Zug momentan fährt. Wir sind aber schon abends unterwegs. Ich mache mal ein bisschen schneller. Die hauen ja dann gleich alle ab. Ich glaube, 10 Uhr war das. Wo dann, ne, der Bahnhof geschlossen ist. Dies ist eine Sicherheitsankündigung. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten... So, Timetable. Ist noch gesperrt. Dann muss es wohl später sein. Jetzt müssen die da mal alle nach Hause gehen. Ich glaube, ab 12 Uhr war das erst, ne, oder? Passagierterminal schließt in 30 Minuten. Na, jetzt ist er zu. So, jetzt sind wir hier dran und können neuen Fahrplan setzen. Da kommt einer rein. Der ist 2 lang, das passt. Der geht auch. Dann können die beiden nicht mehr, ist auch gut. Der kann auch. Und hier unten sind noch regionale. 2 lang, 2 lang. Ja, wenn der kann, dann kann der nicht mehr, aber der wartet ja eine ganze Weile. Ich glaube, das ist schon so gut. Funktioniert. Das nächste, was dann natürlich ist, das wäre hier. Oh, hier gibt es einen Ausgang. Sehr schön. Können wir weiterlaufen lassen. So, jetzt haben wir einen Fahrplan auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir hier stoppen nochmal und nochmal neu bauen. Ich frage, ob wir so viel Geld haben. 500 kostet der Bahnsteig. Hier unten waren irgendwo die Anschlüsse, ne? Da kommt Gleis 2 dann rein. Nee, da. Dafür müsste man jetzt einfach nur das normale Standardzug schienen. Da muss man ja erst das hier machen. Boah, 3, ja? Da müsste ich jetzt den da reinziehen. Und der geht natürlich dahin, ist auch klar, ne? Ja, das hat nicht so gut geklappt. Aber man kann das ja auch vielleicht anders machen, ne? Man kann das ja auch so machen, dass der Zug gar nicht so weit reinfährt, oder? Machen wir mal so. Ah, das hat er jetzt nicht gemacht, das ist doof. Ich dachte, der macht das. Ah, okay, den ersten Klick unten machen, dann wird auch der... Okay. Wie wir sehen... Wird's jetzt teuer. Ja, ich glaube, wir lassen das erstmal so und behalten die 6.000 in petto und starten unseren nächsten Tag und hoffen, dass wir dann Ticketverkäufe haben. Kann man die Uhr auch hier rüber ziehen? Nee, kann man nicht, aber man kann sie umschalten auf digital, analog. Ja, dann gucken wir mal, was der nächste Tag bringt. Was ist Kampagnen hier? Day to complete, 800 Leaderboard Points, so viel, okay. Sie haben keinen Fahrplan für den Tag festgelegt? Ich habe doch Fahrplan für den Tag festgelegt. Ach, das muss man jede Nacht machen, oder was? Das ist aber doof. Muss ich irgendwo bestätigen drücken, oder was? Okay. Ja, ist wohl so, ne? Ich hoffe, der Bus fährt auch noch zu den gleichen Zeiten hier rein. Ja, ich glaube, da könnten wir vielleicht noch ein bisschen noch mal gucken, was wir da ändern können. 6.30 Uhr bis 8 Uhr, 10.30 Uhr bis 14, bis 16 Uhr, nee, 10.30 Uhr bis 12. Lass mal gerade hier nochmal reingucken. Den wegnehmen, den reinbringen. Dann sind die eine halbe Stunde da.
Ist gleich 5 Uhr. Ja, jetzt ist gesperrt. Aber das ist nicht so schlimm. Wir können die anderen Zeiten ja ändern noch. So, dann fahren wir von 10.30 Uhr bis 8 Uhr. Dann machen wir es so. 7 Uhr kann auch noch einer kommen. 10.30 Uhr bis 12 Uhr war da. Ja, und dann kommt noch 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Haben wir auch. Und dann kommt der nächste um 20.30 Uhr erst. Dann nehmen wir den weg und machen den da rein. So, das müssten die besten Busfahrzeiten dann sein, damit es passt, ne? So, jetzt kommt der erste Zug reingefahren. Hält hier wunderbar an. Ist 3er lang und nicht 2er. Stand da nicht 2er. Wahrscheinlich hat sich der Plan nochmal geändert und wir haben es leider falsch gehabt, ne? Wild. Dann haben wir das wenigstens auch noch geschafft, ne? So, jetzt gibt's hier Moneten, wie wir sehen. $450 und so. Läuft ein bisschen besser, aber da unten können wir noch ein bisschen was mit dem Bahnsteig auf der anderen Seite vielleicht machen. Der ja auch jetzt hier voll falsch ist, den ich da gerade sehe. Rechtsklick machen wir weg und dann drehen wir das natürlich. Machen es richtig hin, ne? Jetzt reicht die Kohle nicht mehr, auch sehr schön, ne? 350. So, dann muss der nächste Zug kommen, damit wir wieder Geld kriegen, ne? Da ist wohl einer festgenommen worden oder sowas, kann das sein? Ah, da auch. Unser Sicherheitsdienst passt jetzt mal ein bisschen besser auf, aber da könnte man noch was machen, ne? Würden Sie jetzt bitte darüber gehen, dann dem da mal einen an den Hals. Ja, genau so ist es. Jetzt müsste noch hier drauf kommen, Strafe, ne? Aber das tut's nicht, naja. Okay. Sieht ein bisschen besser aus, finde ich. Definitiv. Bus sollte hier auch irgendwann vorbeikommen. Ah, da kommt der nächste Zug, der dann 4 lang ist, oder was? Nein, das... Achso, wir hatten ja kein Geld mehr. Okay, der steht im, die stehen im Grünen. Liegt daran, dass wir gerade kein Geld haben. Ach, das Geld kommt erst einmal am Tag. Läuft, oder? Das ist ja richtig doof. Abrechnung immer am Ende. Ich sehe zwar, wie die hier $450 bezahlen. Aber ich krieg sie hier nicht hin. Das ist voll doof. Gut, das bedeutet, Statistik gab es auch irgendwo. Zonenabrisswerkzeug, okay. Gehen wir da mal raus. Ja, hier können wir Statistiken dann noch angucken. Das hatten wir ja schon damals. Hier sind die Einnahmen von den Tickets und Verkäufen. Ah, da oben ist gerade wieder einer festgenommen worden, weil er schon wieder was kaputt getreten hat. Also 1200 ist hier die Nahrungsmittelaufnahme. Wir haben 25 Passagiere. Ne, Reisende. 11 Passagiere. 6 Vandalierer. Kein Unfall. Kein Notfall. Ja, Tracks sind zu wenig. Clean, Sauberkeit ist gut. Komfort ist schwach. Ja, das ist das halt, ne? Ja, müssen wir gucken, wie wir da um die Runden kommen. Aber ich glaube, wir können dann auch schneller machen. Weil, was willst du gerade machen, wenn du kein Geld hast, ne? Oh, hier... Kommt schon der Rasen durch, oder was? Der ist jetzt auch so lang. Ist ja richtig ärgerlich, ne? Oh, was war das? Dieser Zug ist einfach abgehauen. Das war ein Bug, würde ich sagen, oder? Das ist ja schlecht gewesen, ne? Kommt ein Zug und da kommt dann doch nicht. Wann kommt der nächste? Ich glaube um 8:30, ne? Und dann lassen wir jetzt mal langsamer laufen. 20.30 Uhr, meine ich, käme da rein. Da stand gerade einer, oder? Da kommt er. Mal gucken, ob er jetzt auch wieder verschwindet. Nee, vielleicht war das mit dem Schnelllaufen lassen das Problem. Gibt's wieder ein bisschen Geld.
Die sind alle noch happy zum Glück. Achtung bitte, dies ist eine Sicherheitsankündigung. Wenn Sie verdächtige Aktivitäten oder unbeaufsichtigtes Gepäck bemerken, benachrichtigen Sie bitte einen Stationsmitarbeiter. Was ist, wenn wir hier bauen machen, die Wand auswählen und das hier wieder wegmachen? Kriegen wir Geld wieder? Nein, kriegen wir nicht. Weil hier muss ja auch das Gleis hin, ne? Das Geld zurück gibt's am Ende des Tages dann. Ja, wir wollen ja auf jeden Fall hier das zweite Bahngleis machen. Deswegen machen wir das erstmal alles weg. Bis dahin geht der Rambock, oder wie man den auch nennen will, Prellbock. Ja, lassen wir mal so. Dann können wir das alles noch wegmachen. Der muss auch noch weg. Der muss hier neu gemacht werden dann. So, jetzt ist er zu. Jetzt machen wir erstmal Pause. Weil wir haben jetzt Geld bekommen. So, jetzt ist Bauzeit angesagt. Ja, Standardgleis. Und da sehen wir gerade, wie unser Geld verschwindet, ne? Puh, das ist aber viel Geld, was wir da... Ah, jetzt lach nicht, wir haben sowieso falsch gebaut. Oh, noch besser, ne? Ja, da würde ich sagen, sind wir jetzt gerade ganz schlecht unterwegs. Dann können sie es auch hochziehen, bis du kein Geld mehr hast. Und... Ah, wir sollten vielleicht hier noch den Bahnsteig zu Ende bauen. Warte mal, drehen wir den. Dass die Leute noch aussteigen können. Das waren ja da drei Leute, die da einsteigen. Wir haben jetzt hier diese Platten noch. Standardbodenfliese kann ich da nicht hinbauen. Ich weiß nicht, warum das grün ist und warum ich es nicht hinbauen kann. Keine Ahnung, was da passiert ist. Auch ein Bug oder so, könnte sein. Wir nehmen da mal noch die Wand weg und können dann hier mal gucken, ob wir hier die Standardbodenfliesen bauen können. Ja, das geht. Hier haben wir dann kein Geld mehr, oder wie sehe ich das? Da können wir noch die Wand wegnehmen. Und da geht noch eine Standardbodenfliese. Gut, dann haben wir hier längeren Zug. Das müssen wir dann auch wieder einplanen. Obwohl, hier steht zweimal und da kommt einer rein, der dreimal ist, ne? Schon krass, oder? Ich glaube, wir lassen mal gerade laufen, weil ich glaube, jetzt kommt der Fahrplan rein. Nee, die stehen alle mit zweimal da. Und das passt eigentlich, ne? Ja. Da ist man ganz schön schlecht dran, ne? Das heißt, wir können natürlich auch hier die Züge auch anders gestalten, ne? Wir müssen ja nicht nur den Regionalverkehr dran haben, ne? Wir können auch einen Intercity nehmen, der geht ja auch rein. Der hält so lange. Müsste mal gucken, dass man so viel wie möglich reinkriegt, ne? Regional hatten wir vorhin, ne? 10, also 6.30 Uhr bis 8 Uhr. Dann hätte eigentlich... Der hätte ja auch rein können, dann verstehe ich jetzt. Ach so, dann geht's. Bis 11 Uhr. Der nächste ist dann der um 14.30 Uhr. Müsste mal gucken, ob man da... Na, ist egal, welchen du nimmst. Kannst du den nehmen, dann geht der um 14.30 Uhr auch. Also das ist egal, welchen du nimmst. Nimmst einen nationalen Zug. Dann geht's hier weiter, 14.30 Uhr bis 16 Uhr. Die sind beide gleich. Hier kannst du einen Intercity einladen, der bis 20 Uhr da steht. Und der steht dann, ja... Machen wir so.
Es hat sich da was geändert. 18.30 Uhr. 20.30 Uhr. Hier 16 Uhr bis 18.30 Uhr. Dazwischen liegt wenig. Und 11 Uhr bis 14.30 Uhr. Dann kannst du den wegnehmen. Weiß nicht, ob die noch in einer halben Stunde... Nee, das ist eine Stunde. Das geht wahrscheinlich noch. Und der letzte Zug war 16 Uhr bis 18.30 Uhr ist noch eine Pause. War das 16.30 Uhr oder 16 Uhr? 16 Uhr bis 18.30 Uhr ist die Pause. Bis 18.30 Uhr, das heißt, da ist einer da, der kann auch noch kommen. Und der steht dann bis 22 Uhr, das heißt, die können alle fahren. Statistik. Das war gestern, das ist heute, ne? Ja. Laufen lassen, ne? Schnell laufen lassen. Und da kommen wieder irgendwelche Verbrecher gerade rein, glaube ich. Die kloppen uns wieder alles kaputt, oder? Das ist mit den quietschenden Reifen, oder nicht? Ne, waren doch nicht. Doch, da ist er. Ja, ab 7 Uhr geht's erst los mit unserem Personal. Nachts geht hier was kaputt, ne? Da kommt's nicht drum rum. Ja, wahrscheinlich dann auch gleich irreparabel. Tja, sollte man einen einstellen oder nicht? Wieso haben wir noch 23.000 da auf der Kante? Stopp, 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 da. Sonst kann ich nicht mehr bauen. Oh, jetzt ist bestimmt schon gerade rum, oder? Nicht genug Geld. Okay. Jetzt haben wir genug Geld. Alles klar. Dann kommen die Leute wieder. Und der Officer kommt um 7. Repariert das auch einer? Das ist die Frage. Wo geht der hin? Nirgendwo bleibt er stehen. Noch macht er nichts. Es ist... Repariert da schon einer? Nee, ne? Es ist schlecht. Achso, wir haben ja auch erst um 7 Uhr da einen, ne? So, jetzt muss sauber gemacht werden. Aussteigen geht jetzt. Der ist jetzt am Kloppen. Und ich will hoffen, dass da unser Sicherheitsdienst jetzt mal erscheint. Und dem da einen auf die Mütze haut. Und vielleicht reparieren die mal den Fahrkartenautomaten. Wie sollen die Leute Fahrkarten kaufen, wenn die alles kaputt ist? Ja, es gestaltet sich schwierig, ne? Da ist er. Ah, zum Glück, den hat er noch gekriegt. So, jetzt brauchen wir noch den mit den handwerklichen Künsten. Dass er die Automaten heile macht. Die sehe ich aber nicht. Ist das der Blauweste da? Nee, ne? Ja, kann leider keiner was machen. Kommt wahrscheinlich noch ein Zug rein. Reinigungskraft ist da. Was mir fehlt, ist der Typ, der jetzt hier reparieren sollte. Bauarbeiter. Hier, was machen die beiden? 7 bis 14 Uhr, 14 Uhr bis 21 Uhr. Kein Bock oder was? Geht ja gar nicht, ne? Wie viel Geld haben wir noch? 1400. Können wir noch einen Ticketautomaten kaufen? Ja. Drehen wir die... Ah, falsche Taste. T ist ein anderes Menü. Ticketautomat war hier. Und... Machen wir da ein. Dann kann wenigstens einer noch was kaufen. 800 leider zu teuer. Ja, jetzt gehen ein paar Tickets wenigstens. Wäre schön, wenn unser Hausdienst mal ein bisschen was reparieren würde. Aber das klappt wohl nicht.
Arbeiten die nur montags oder sowas? Kann das sein? Wo war hier Bauarbeiter? On duty. Ah, jetzt ist er da. Hier, eine Stunde vor Ende. Komisch. Aber der alte Mann hier, ne? Ja, jetzt haben wir die Fahrkartenautomaten auch wieder heile. Jetzt können wir wieder Geld einnehmen. Vielleicht sollten wir für die Nacht noch einen Wachdienst einstellen. Ist jetzt echt zu überlegen, ne? Polizist von 21 Uhr bis Midnight. Na super. Das bedeutet, wir machen da eher Midnight. Bis 7 Uhr. Was ist man da gerade? Moon, High Noon. 7 Uhr. Dann kommt der. Ja, da haben wir 3 Stunden zwischen, aber da sollte vielleicht nichts passieren. Wollen wir hoffen. Hier ist ein bisschen Dreck, ich kann das mal einer aufräumen. Gehst du mal da rum? Kann ich den auch anpacken und... Ne, kann ich nicht. Ja, was zu essen, ne? Der will gerade hier einen Burger haben oder wer das auch immer ist, ne? Aber obwohl, ne, will er nicht. Stimmung ist gut. Ja, alles ist easy going, ne? Ja... Wie war das damals? Da unten rechts, ne? Da gab es so einen Baukran, ne? Da konnte man ganz viel Geld mit verdienen, ne? Geht das immer noch? Wie ging das? Start. Achtung bitte. Gab's das Geld sofort? Ich glaube ja, ne? Es erschien hier noch ein Gabelstapler. Da ist er. Der bringt die Ware jetzt dahin. Und wir haben 5 dazu gekriegt. Läuft, oder? Okay. Der macht das auch. Ja, machen wir jetzt mal hier, weil wir wollen ein bisschen Geld haben, ne? Ist so wie Cheaten, aber läuft, oder? Zack, den nächsten Container. Wir müssen ja ein bisschen vorankommen, ne? Zweites Gleis gebaut und so, ne? Hier ist Rampe 3 und Rampe 4 für LKWs zum Abholen. Da sind die Giftstoffe bestimmt drin, die man draußen gar nicht so lagern darf. So, noch einen, dann haben wir's, oder? Okay. Geht noch was? Ne, geht nichts. Aber der wollte auch wegfahren dann und dann kommt ein neuer und dann kann man es wieder machen, oder wie war das? So, ach so, bauen kann ich nur nachts, oder wie war das? Nee, tagsüber kann man auch bauen. Sehr schön. So, jetzt muss ich bis dahin bauen. Habe ich aber nicht so viel Geld. Ist schon neuer Zug da? Nee, der fährt nicht mehr weg. Ja, gut. Aber wir sind schon ein ganzes Stück weiter mit dem Gleis. Das ist schon mal positiv. 600 haben wir noch. Prallbock kostet... Oh, boah, 15.000 kostet der Prallbock. Ist ja der Hammer, oder? Kriegt doch keiner zusammen hier. Ja, 2-4 Männer kann am Bahnhof oder 5. Wer ist das hier? Das ist wohl keiner. Okay, das heißt, wir haben jetzt hier Passagiere unterwegs. Einzoomen geht auch noch, okay. Rauszoomen, rauszoomen, okay. Alles klar, wir haben einen geschlossenen Terminal. Der Fahrplan kann jetzt geändert werden. Gucken wir uns den nochmal an. Ist immer noch alles gut, ne? Sind alles 2er Züge. Der Bus fährt auch toll. Gut. Jetzt haben wir 14.000 dazugekriegt. Was uns auch nicht wirklich weiterhilft, weil wir noch nicht mal einen Prallbock kaufen können. So, und dann brauchen wir den Prallbock da, der uns dann aber 15.000 kostet, ne? Gut, das bedeutet, wir können aber auf jeden Fall hier... Oh, 500, das heißt, hier kannst du mal gerade 4 machen.
zum Aussteigen, ne? Ist jetzt auch nicht so der Bringer, ne? Na, dann lass mal laufen. Schade, oder? Ja, schneller. Ist da unten schon ein neuer Zug gekommen? Nee. Rausum geht. Aber man kann hier nichts anklicken, dass es wieder vorangeht. Die kleine Finanzspritze war da. Oh, unser Wachmann für die Nacht ist jetzt auf jeden Fall da. Aber wohin ist, weiß ich nicht. Da kommt der Erste, der Fahrkarten kauft. Da ist auch ein Wachmann. Oder? So, jetzt mal hier auf normal und ein bisschen gucken. Über Geld machen diesmal. War das Statistik. Ja, letzte Nacht war richtig schlecht, ne? Naja, das ist halt so. Das ist, wenn seine Ticketautomaten kaputt sind, ne? Das wissen wir jetzt auch. Guck mal, die können da gar nicht mehr einsteigen. Die würden so gerne, die zwei haben Zug verpasst. Hm. Hier nehmen wir jetzt Geld oben noch ein. Was können wir noch für einen Shop bauen? Gar keinen, weil wir kein Geld mehr haben, ne? Vandalismus geschützt. Wow. Das muss man alles bauen für viel Geld, damit da keiner was kaputt kloppt. Das hier kostet. Okay, da kommt der nächste Zug. Jetzt können wieder ein paar einsteigen. Mülleimer, die können wir gerade noch bauen. Drehen wir die mal. Und machen die dahin, ne? Das hat sich ja richtig gelohnt jetzt wahrscheinlich. Wenn die das da reinschmeißen, anstatt auf dem Bahnsteig, ist doch auch besser, oder? 850 kostet hier das Einsteigen. In so einem roten Zug bringt mehr Geld. Ist das der Intercity gewesen? Weiß ich jetzt gar nicht. Ja, können wir da unten was machen? Gucken wir mal, ob wir das cheaten können. Ja, wir können cheaten, glaube ich. Das sind 10, 20, 30.000. Ist doch was, oder? Haben oder nicht haben? So, der nächste. Wieder 5.000. Tauchen ist zu keiner Zeit erlaubt. Vielen Dank. 15.000. Ah, jetzt. Nächsten 5. Und 20 sind es dann. Und nochmal 10 dahinterher, ne? Haben wir's. So, gleich können wir hier weiterbauen. Das müssen wir auch, ne? Exit steht da. Hm. So, Prellbock muss dahin. Gleis 3 ist das schon mal. Und dann müssen wir das haben. Bis dahin. Die umdrehen und reicht das? Reicht. Dann die normale Platte. Geht nicht mehr. Oh. Naja, vielleicht klappt so, ne? 300 Chips haben wir noch. Können wir noch hier so machen. Da ist was faul, ne? Das weiß ich aber auch nicht was. Oh, guck mal, da können wir hier noch einen hinmachen. Dann ist das da fertig. So, das bedeutet, wir haben einen zweiten Track, also ein zweites Gleis, was Gleis 3 natürlich ist. Aber egal. Da kann man dann definitiv gucken, dass wir da in der nächsten Runde mehr Geld machen. Statistik sagt uns was. Ja, wir haben den ersten Tag noch nicht ganz erreicht. Aber ich glaube, ein Zug kommt noch. So, lass mal schneller laufen. Weil irgendwie kommt der erst um 7:30 oder sowas. Oder was, 8:30? Da ist er.
steigt aber auch keiner ein, ne? Fährst du mal mit einsteigen? Falsche Seite, ne? Oder was? Ah, einer ist eingestiegen. Das war jetzt nicht so der Bringer, aber der bleibt dann noch bis 10 Uhr stehen, oder wie war das? Noch einer drinne? Kommen denn Busse da oben auch? Ja, da kommt gerade einer. Aber der Zug fährt weg. 9 Uhr? Ne, 8 Uhr ist der weggefahren. Na dann. Kommt keiner mehr, oder? Ja, das war's dann. Ja, da müssen wir dann nochmal überlegen, was wir da machen, ne? Aber jetzt kommt erst hier Track 2. Ja, das ist eine Sicherheitsankündigung. Oh, da war einer. Naja. Jetzt warten wir erstmal auf die nächste Tour. Also auf die Nacht. So, neuer Fahrplan steht da. Das heißt, wir können jetzt was machen. Und es gibt auch neue Sachen. So, 5.30 Uhr bis 7 Uhr, der. Dann kann da der. Der kann da. Der kann da. Der kann da. Können wir bald alle Züge nehmen. Bis auf zwei. Läuft, ne? Ist das hier weg? Nein, das ist noch da. 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr, 7.30 Uhr, 8 Uhr, 10 Uhr, 12 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr. Machen wir so. Läuft, oder? Aber wir haben Geld. Das heißt, wir können auch noch bauen. Machen wir hier die Fliesen alle hin. Und da auch noch. So. Da müssen wir sowieso noch ein Gleis hinbauen. Das heißt, das kann erstmal so, weil da muss das Gleis hin, ne? Machen wir mal hier andeutungsweise ein Gleis hin. Damit wir das haben. Wir hätten gern noch einen Durchgang. Eine kleine Tür da. Und vielleicht hier auch noch ein paar Türen. Drehen wir mal. Hat er nicht gemacht, weil zu teuer oder was? Ja. Machen wir nur bis da. Geht noch eine Tür. Wie eine große Tür kostet 15.000. Verrückt, oder? Naja. Machen wir so. So, Leute kommen. Hätten wir vielleicht nicht machen sollen, aber jetzt auch egal. Vielleicht hätten wir besser hier noch einen Ticketautomaten hingestellt. So, da kommen die Züge reingefahren. Und ja, die sind jetzt ein- und aussteigend. Gibt es irgendwo auch Geld? 450 ging da gerade hoch. Ja, sieht nicht schlecht aus, ne, wie es jetzt hier läuft. Da oben wird wieder gekloppt. Hoffentlich kommt da mal ein Beamter. Ja, ist er auch gekommen. Super. Da kommt wieder eine Truppe rein. Aber hier rüben auf Gleis 2, beziehungsweise Gleis 3 geht keiner, ne? Das ist echt schade. Okay, da kommt ein Zug. Schauen wir mal, dass die da einsteigen. Sieht jetzt gerade aber nicht so aus. Vielleicht steigen die auch alle um. Das ist ja auch gut, ne? Steigt denn keiner ein? Wir brauchen Geld. Sagt die Statistik. Boah, 450 Einheiten sind so reingestiegen. Sonst keiner. Krass, oder? Sicherheitsankündigung, wenn Sie verdächtige Aktivitäten oder machen wir mal schneller hier.
Obwohl schneller bedeutet auch Bug, oder? Ja, Version 0,91 ist das, die er rausgebracht hat. War am 4. Mai, glaube ich, rausgekommen. Ist sehr lange nicht geupdatet worden. Irgendwie, glaube ich, Juni 2018 war das letzte Update, was ich hatte. Und ja, das ist noch zum Spiel zu sagen. Da oben fahren böse Panzer. Guckt, alle tot. Ja, gucken wir mal nach unten, ob wir da noch was machen können. Ne? Jeden Tag hier ein Zug mit 30.000? Nein, leider nicht. Ja, schade. Dann nicht. Aber wir haben ja ein bisschen was hier jetzt erreicht schon. Ne? Ich weiß nicht damals, ob wir da auch so viel hatten. Keine Ahnung. Weiß ich nicht mehr. Man muss immer den Fahrplan hier halt neu gestalten ab und zu. Man muss gucken, dass man noch einen Bus kriegt, weil wir haben jetzt nur 50 Dollar nur noch. Sonst hätten wir gesagt, komm, wir machen noch eine Bushaltestelle. Aber das haben wir gerade verpasst. So, jetzt kann da mal einer einsteigen, oder? Ha? Wie ist mit einsteigen? Oh, da ist einer eingestiegen. Zwei. Statistiken sind schlecht. Da oben fährt eine Dampflok. Hier, da. Seht ihr sie? Keine Ahnung, wie sie heißt. ABC2 oder sowas war vielleicht die Achsanordnung oder war es umgekehrt, ich weiß es nicht, aber ich glaube ABC bedeutet, dass die angetrieben sind. So, was passiert jetzt hier? Da, ach, da oben, da läuft's Geld, hier am Essensautomaten, die haben alle Kohldampf, weil keine Züge kommen, oder wie sehe ich das? Und hier sieht's ja aus, Leute. Aber ich glaube, für ein Dingens reicht's nicht mit 200. Fotoautomat. Ein zweiterer Zug kommt. Wir freuen uns sehr darüber. So, die steigen aus, aber steigt keiner ein, ne? Leute, euer Zug ist hier. Kommt doch rüber. Achso, da ist noch keine Wand, deswegen können die da rausgehen. Okay. Nächster Zug. Aber hier sind jetzt so viele, die müssen alle fahren, oder? Und ganz kurzer. Ja, jetzt steigen ein paar mehr ein, oder? Ja. Hier gibt's jetzt ein bisschen Geld. Ja, hier gibt's jetzt richtig viel Geld mal. Unser Wachoffizier hier. Ja, da hat jetzt die Kasse geklingelt, oder? Ja, jetzt haben wir mal Umsatz gemacht. Da oben wird noch gegessen. Was macht denn der Automat? 6.000, die zwei Automaten, das lohnt also auch. Wieder 150. Und da kommt schon der nächste Zug rein. Und ein Waggon. Wie viel Geld bringt er denn mit einem Waggon? Steigt einer ein? Nicht wirklich. Oh, hier steigt es aus, wo nichts ist. Krass. Oh, 450 kosten die auch, alles klar. Mit Diesellok gezogen. Sieht zwar mehr aus wie so eine Arbeitslok, aber naja. Kann nicht alles haben, ne? Aber da gehen richtig viele rein. Und hier kommt er doppelt rein. Aber wir haben keine Fahrgäste mehr. Da kommt noch ein Bus, vielleicht schaffen die das alle noch hier hin. Aber es sind nur zwei Fahrgäste drin gewesen, ne? Kaufen gerade noch ein Ticket. Eigentlich müssten hier die Geldsummen hochgehen, ne? Weil da wird doch bezahlt und nicht hier. Na? Ja, hat er auch noch reingeschafft. Da kommt der nächste. Längerer Zug. Läuft, oder? Oh, der hat aber noch auch Schwan hinter sich. Da Dieselfahrverbot auf Gleis 3 demnächst. Ja, da sind wir hier ausgestiegen. Wenige steigen ein. So, was haben wir denn? Boah, 26,6, jetzt geht's richtig mit dem Geld rund. Gucken wir nochmal, ob da unten vielleicht was passiert ist, ob wir noch 30.000 dazu kriegen. Nee, leider nicht. Nicht geklappt. Was war das gerade für ein Geräusch? Keine Ahnung. Wieder ein Jingle. Naja. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Wir haben einen Einblick in das Spiel wieder gehabt nach einer gewissen Zeit.
Ja, macht immer noch den gleichen Eindruck, finde ich. Es hat sich jetzt nichts verbessert, verschlechtert. Ein paar Gimmicks wären vielleicht noch ganz nett. Die Klopp-Brüder sind immer noch da und kloppen meine Automaten kaputt. Ja, es ist jetzt mit dem Geld natürlich gerade nicht so viel, dass wir noch was Neues hier einfügen könnten. Ich bin der Meinung, wäre schöner, wenn man hier ein bisschen mehr machen könnte bei der Bahnfahrgeschichte hier. Also hier sowas. Man kann auch einen Regionalzug machen. Achtung bitte. Oberleitungsbushaltestelle. Der Nochmal drehen. Ne, drehen geht gar nicht. Übermorgen Ach, der bitte. Bus, der muss hier hinten hin, ne? Kann das sein? Das war hier. Weil hier gibt es eine Oberleitung. Guck an. Ja, sollte man dann mal ausprobieren. Was kostet der Spaß? 30.000. Hätten wir sogar. Bus ist gerade zu, also. Kann man das machen? Ja, kann man machen. Habe ich jetzt gemacht. 4.000 haben wir noch über, mehr nicht. Ist nicht mehr viel, ne? Das hier für einen Radweg oder was? Behindertenparkplatz. Parkplatz, okay. Könnte man dann so eine Parkbucht machen? Okay. Machen wir vielleicht mal hier hin, oder? Auf 40.000 Leute. Da brauchen wir nicht reden, ne? Taxistand 10.000. Kriegen wir alles nicht hin. Vielleicht kriegen wir hier noch ein bisschen was zu essen hin. Fahrgäste können Essen kaufen. Das ist doch was, oder? Gibt es auch was zu trinken? Großverkauf, Fahrgäste können Essen kaufen. Kaffeestand, ja, das hört sich doch gut an. So, da haben wir dann noch ein bisschen Einnahmequellen. Großverkauf, Fahrgäste können Essen kaufen. Imbisswagen. Drehen wir den mal. Stellen ihn hier hin. Das ist eine tolle Stelle, oder? Es kommt keiner hin. Dann vielleicht noch mal gerade ein paar Platten daneben machen. So, dann geht's auch besser. Der geht da gar nicht hin, fällt mir gerade so ein. Da kommt ein Gleis hin. Hat ja wieder gut geklappt, ne? So, weg. Haben nicht mal das Geld wiedergekriegt, haben wir nicht wiedergekriegt. Läuft. Da war unser Gleis leider. Ja, das war's dann mit dem Imbisswagen. 800 Euro für die Katz. So. Viertel vor vier. Lass mal schneller drehen. Nochmal kurz reingeguckt, was unser Oberleitungsbus dann macht gleich. Ach, stopp, den müssen wir noch einstellen. Zum Glück sind die Tracks da noch alle belegt. Und der Regionalbus ist hier. Wir fahren alle Stunde. Oder wenn es nicht geht, alle zwei. So läuft's. Da war auch und da laufen schon die Leute rein. Läuft, oder? Sind aber jetzt auch nur zwei, vier, fünf Leute, die da mehr kommen und die müssen ganz schön weit laufen, ne? Aber da kommen auch nur fünf, wa? Das ist wohl Standard. Beide Züge da, beide können da rein. Aber hier, der Wagen wird schon richtig gut angenommen hier. Ist das hier so ein Tuk-Tuk oder sowas, ne? Eine Ape oder wie heißen die Dinger? Keine Ahnung. 250 haben wir noch über. Das bedeutet, wir können irgendwo noch einen Mülleimer hinstellen. Drehen wir das mal. Und stellen den da hin. Ja, was macht unser Geld? 26,6 war es gestern und jetzt nicht so viel. Keiner mit dem Zug gefahren. Aber es kommen Leute und es kommen jetzt Züge und dann könnte es ja jetzt hochgehen, oder? Dass wir wieder Geld machen. So, geht auf. Und? Es wird hier oben gekauft. Zug steigt keiner ein. Ja, die wollen alle nicht zur Arbeit fahren. Doch einer da, 650. War es wirklich nur einer? Tatsächlich. Ist krass, oder? Ja, jetzt ist der Zug weg. Jetzt braucht er hier auch nicht mehr hinkommen. Ja, gut. Da kommen noch welche vom Oberleitungsbus. Naja, gut. Und da oben, guck, da fahren 30.000 Euro lang oder Dollar. Sind die denn da unten wieder da? Ne. Naja. Gut, okay. Fazit der ganzen Geschichte ist sicherlich ganz lustig zu spielen. Man muss natürlich gucken, dass man mit dem Geld ordentlich wirtschaftet, dass man auch hier so einen Vandalismus einschränkt, dann kriegt man auch Geld. Funktioniert immer noch das Spiel so, wie es war. Ich glaube, es hat sich von der Spielmechanik nicht ganz so viel geändert. Es ist vielleicht ein bisschen hübscher geworden. Der Rasen, die Bäume, die Fahrzeuge und die Passagiere sind, glaube ich, auch ein bisschen schicker geworden. Ja, ich warte dann mal hier. Dieses Design ist natürlich
100% besser geworden, finde ich, mit diesen Icons, wie vorher mit diesen Menüpunkten, wo es dann dran stand. Hier war so ein brauner Balken auf der linken Seite runter mit diesen Sachen. Das ist ein bisschen schicker geworden. Da ist dran gearbeitet worden. Ja, was ist jetzt hier? Achso, da kann man noch die Leute gucken, wo die hinwollen, ne? Alles klar, alles Regionalzüge oder alles Regionalfahrer. Irgendwie ist das auch ein Regionalzug gerade, ne? Der da dran ist. Kann man das hier irgendwo sehen? Es ist 12 Uhr. Das ist ein nationaler Zug. Ja, man müsste natürlich dann auch gucken, dass man, ne, die passenden Fahrgäste hier anliefert, in Anführungsstrichen, dann würden die da auch mehr mitfahren. Das ist vielleicht auch noch ein Problem. Management ist gefragt. Habe ich jetzt gerade nicht so drauf gehabt, obwohl ich es eigentlich ja mit Management mich so ein bisschen auskenne, das eigentlich kann, aber hat jetzt hier nicht so funktioniert. Okay, man muss gucken, wie sich es weiterentwickelt. Wir hatten ja auch hier bei dem Personal noch so einen Frachtmanager. Ne, vielleicht tut sich in der Richtung noch was. Hier oben fährt gerade Holz vorbei. Vielleicht kann man das auch noch richtig managen. Wir wissen noch nicht wie oder wir haben es nicht getestet oder weiß ich. Dann muss man das mal begutachten auf Dauer, wie wir das hinkriegen. Vielleicht sind es hier unten ja doch noch was mit dem Terminal hier. Da fährt unser Bus wieder weg. Ne, hier ist ja vielleicht auch noch was zu machen. Vielleicht braucht man den Frachtmanager, damit es überhaupt funktioniert. Stellen wir den auch mal gerade ein, oder? Wie spät ist denn das? 15 Uhr. Das heißt, der macht Spätschicht. So, on duty. Läuft. Ist die Frage, wo der ist. Kann man den sehen? Ich glaube nicht, ne? Geld. Ne, ich glaube, den können wir nirgendwo sehen. Oder ist er das hier? Frank S. Frage, ob das Frank S. ist. Steht hier irgendwo sein Name? Ich glaube nicht, ne? Frank S., Salary 400, 14 bis 22 Uhr. Das ist er vielleicht. Keine Ahnung, wofür er gut ist, aber er ist da. Und vielleicht läuft das dann da unten auch besser. Ja, okay. Haben wir es durch. Kasse klingelt gerade wieder, wie wir sehen. 34.000. Wow, Geld ist ziemlich viel unterwegs. Jo, dann würde ich sagen, wir schauen uns nach einer Weile das ganze Spiel wieder an. Ich finde es jetzt nicht schlecht. Das könnte noch ein bisschen interessanter gemacht werden mit mehr Features, aber da muss man halt mal abwarten. Jetzt kommt da gerade eine ganze Bande rein mit so Zeichen auf dem Kopf. Da gibt es wahrscheinlich keinen Zielbahnhof, ne? Oder das Zielbahnhof ist die Toilette, weiß ich jetzt nicht. Aber da, ach so, die haben kein Ticket. Jetzt kaufen die ein Ticket und dann wissen die, wo die langfahren müssen. Okay, wie gesagt, das Management müsste man noch definitiv verbessern. Hier müsste noch mehr Leute rein und sowas, dass es sauber ist. Aber das machen wir dann mal beim nächsten Mal, wenn wir wieder reingucken. Oder ihr kauft euch selber und probiert selber aus. Ich kann euch jetzt gerade nicht sagen, wie teuer es ist. Müsste man mal schauen, aber naja, ihr werdet es rausfinden. Ich sag mal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen und guckt mal wieder in ein Vorgestellt rein oder auch in die anderen Projekte. Bis dann. Tschüss.